Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Sie bewachen das Kloster und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden, von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanisch. Eure, Mein Bruder! Thank you.
So langer Zeit. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Thais glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Oh!
Okay. Oh, gut. Und hier.